Schnibbeldiefstab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und 1860 München. Heute geht's gegen die Hertha aus Berlin, wir mit B11. Heute müssen wir ein bisschen gucken, können mal wirklich, also wir werden heute klar mit B11 spielen. Klassisches Trikot hätte ich normalerweise sehr klar gerne, heute nicht gegen die Hertha aus Berlin. Es wurden auch neue Dritt-Trikots eingefügt ins Spiel. Ich weiß gar nicht, welche. Bilal, richtig geil. Im letzten Spiel gegen Dortmund war der sowas von gut. Mir richtig gut gefallen. Solanke heute nicht in der Startelf. Dafür Vulay. Gabriel, letztes Spiel eigentlich auch wieder gut gespielt. Keine Ahnung, das Spiel meint auch den immer schlechte Bewertungen geben zu müssen. So, jetzt wird's interessant, was die Aufstellung angeht. Nandes ist übrigens endlich mal wieder an einem Formhoch. Letztes Spiel wieder stark in der Defensive gestanden. Newcop geht auch mit rein. Newcop und De Jong machen das Spiel. Und Adlung kommt dann als Allrounder noch mit. Okocha, nee, brauche ich eigentlich nicht. Aschraf spielt nicht. Sané spielt, sondern hat nochmal die Chance, heute sich ein bisschen zu beweisen. Hat ja das letzte Spiel nicht ganz so stark gespielt. Jetzt bin ich am Überlegen. Kagelmacher, wirklich, ja komm, probieren kann man es ja mal wieder. Sonstigen Schindler und Karim Havertz. Wittek ist ja verletzt, also habe ich auch eigentlich nicht so die Auswahlmöglichkeiten, ehrlich gesagt. Ich könnte noch Diaz nehmen, aber nein, danke. Und Nefkara, Adlung, Bilal, natürlich nochmal Zimmern mit. Und Nefkara kommt heute auch gar nicht mit. Dafür kommt der junge Minjang noch mit. Ich weiß gar nicht, ob ich den eingewechselt habe in der letzten Partie. Das ist eine gute Frage. Ich habe echt keine Ahnung gerade. Wie sieht's aus? Auf der Ersatzbank kommt noch Degenek mit. Kötze ist auch nicht dabei. Habe ich denn noch einen Außenverteidiger, den ich spielen lassen kann? Ja, Diaz. Wow. Ja gut. Unsere Elf, Newcop, De Jong, Sané, Ødegaard, Vulay, Wolf, Kagelmacher, Schindler, Papp, Havertz, Dragowski. Newcop und De Jong haben am letzten Mal schon relativ gut zusammen harmoniert, meine ich. Oh ja, dribbeln wieder im Heißgeldmodus. Ich habe euch ja gestern ein bisschen was über meinen Informatik-Quatsch erzählt. Ich nenne es gern Quatsch, weil es schwer ist, aber muss euch nicht kümmern. Da ich am Stück aufnehme, kann ich euch jetzt relativ wenig dazu sagen. Ah, Sané hat das Dribbeln aber auch in die Wiege gelegt bekommen. Scheiße. Manchmal ja, manchmal nein. Geht so, Sané ist ein guter, keine Frage, aber er hat halt nur 3 Sterne dribbeln. Macht dann halt ein bisschen Unterschied aus. Aber er kann eigentlich in den meisten Fällen den Ball halten, vor allen Dingen ist er einfach schnell. Und das ist dann doch schon richtig viel wert. Hier gerade gesehen. Er ist halt wirklich schnell mit dem Ball. Ja, ich habe das Ding umgestoßen. Schlechter Schuss. Auch kein guter Schuss. Auch kein guter Schuss. Auch kein guter Schuss. Der ist drin.
Ah, war okay. Ich hoffe, besser als beim letzten Mal sind wir, aber ich habe ja kein Internet gerade, also spielt es auch keine Rolle eigentlich. Also springen wir raus. 1860 München empfängt Hertha Berlin aus... Ja, Hertha BSC Berlin. Hertha Berlin. Sorry. Bläh. Auf jeden Fall, wir empfangen Berlin. Für uns geht es um nichts mehr. Dementsprechend kann ich auch mal komplett durchrotieren. Was soll ich sagen? Nee. Ich würde gern schaffen, unter 10 Gegentore in 34 Spielen zu bleiben. Das wäre eine Hausmarke. Habe ich noch nie geschafft, wird auch niemals passieren. Niemals wieder passieren. Bayern und wir sind die beiden torerfolgreichsten Mannschaften. Guley gerade nochmal. Also wir sind die torgefährlichste Mannschaft. Interessant, dass angeblich die beiden auch so stark sind, aber die haben einfach nicht gut gespielt diese Saison. Auf Platz 3 können sie sich glücklich schätzen, wenn sie es schaffen. Eigentlich. Mit der indirekten Quali zur Champions League. Also, sie sind dann nicht für die Champions League qualifiziert, aber für die Quali qualifiziert. Klingt doof, ist aber so. Attackier mich so gefährlich. Ødegaard war ein guter Spieler, ehrlich gesagt. Also relativ, ich habe den ja auch schon häufiger mal ausgemotzt. Das war gar nicht so schlecht. Da setzt er mich gut unter Druck. Das ist Papp übrigens, glaube ich. Nee, Schindler, stimmt, Papp hat hier rote Schuhe. De Jong, Havertz, Sané natürlich kann er den direkt annehmen. Wäre nicht Sané, wenn er den nicht direkt annimmt. Bäh. Die Idee dahinter war klar. Schnell. Kurz gespielt. De Jong. Nö. Da komme ich gerade nicht durch. Kagelmacher noch mal vielleicht. Kommt aber auch gerade nicht wirklich durch. Wulai. Und da ist Platz für Newcop. Und wenn er da fällt, ist das wohl ein Elfmeter. Aber fairerweise hat Newcop das nicht gemacht. Fairerweise gut für die Herthaner. De Jong muss Gummi geben. Das war schlecht von Wulai, aber er ist auch in Sachen passen ganz, ganz unten bei uns. De Jong, Sani. Scheiße, Mann! Der ist zu langsam. Also der Spieler dahinter war zu langsam. Ich dachte, der kommt mit viel höherem Tempo angerauscht. Oh ja, geil. De Jong hat sich halt gerade überlegt, nie gar nicht mitzulaufen. Und dementsprechend ist meine Aktion da gerade verpufft. Aber Wulai. Ich bin faul als Spieler den ganzen Tag. Ødegaard drin! Das war jetzt technisch nicht vom Allerfeinsten, da war gerade ein bisschen was schiefgelaufen. De Jong übrigens mit der Vorlage. Oder Newcop, ich weiß es gerade nicht. Ich fand aus der Entfernung nicht, dass die 33 ist Newcop mit der Vorlage für Martin Ødegaard. Er will sich jetzt nochmal anbieten, er ist ja nach den letzten Spielen, die jetzt hier sind, weg von uns. Sein erstes Tor der Bundesliga. Wow. Das ist schon eine Marke.
Torvorlage natürlich von Newcop. Macht sich gut. Vor allem wie unglaublich wenig Geld ich für den bezahlt habe. Das macht das Ganze halt so genial. Ihr müsst halt überlegen, wir haben halt nur 300.000 für den bezahlt, ne? Und der spielt relativ viel bei uns. Weil man ihn mal immer wieder einsetzen kann. Kabelmacher. Der kommt irgendwie auch an. Das war ein geiler Pass. Der war so langsam. Oh, das ist einfach zu lahmarschig. Ballannahme ist nicht vorhanden und dementsprechend alles zu langsam. Kagelmacher hier. Sané, Sané, das ist nix. Doch, doch, Sané. De Jong. Ödegaard. Ödegaard, nee, doch, das ist knapp gewesen. Das hat leider nicht funktioniert, beziehungsweise nicht sollen sein. Nah dran. Am 2:0. Die Berliner, schlechte Ballannahme. Einwurf für 1860. Richtig gut, richtig gut. Hoch erstmal das Ding spielen. Brauchen den Ball zurück. War gerade schlecht von mir gemacht. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Einfach geblockt vom Gegenspieler. Ganz, ganz mies von uns. Der Gegenspieler drückt uns ein bisschen weg. Newcop. Ödegaard. Verkackt die Ballannahme. Sané. Kommt einfach falsch raus, darf sich da gar nicht hinbewegen. Ödegaard, und da geht's dann los, Sané. Und Vulay. Vulay, den muss er schon mal machen, das war ein richtig schlechter Schuss. Ja, keine Technik. Und deswegen ist das nichts geworden. Hier schon das ein oder andere Mal führen müssen. Also noch höher führen müssen. Schindler, gut. Einfach im Weg gestanden. Hat da richtig genial gemacht. Sané, beweg dich! Der kommt gefährlich. Vulay gewinnt natürlich auch das Kopfballduell nicht. Hat ja auch sonst noch nichts geschafft in der Partie. Ja, schlechte Ballannahmen können halt alle unsere Spieler. Führen trotzdem verdient. Dortmund gegen Leipzig spielen abends. Schalke führt gegen Köln mit 1:0 und Stuttgart Bremen 0:0. Stuttgart braucht Siege, sonst steigen die ab. Newcop und De Jong spielen richtig stark. Schindler auch relativ gut. Kagelmacher mit seiner besten Partie überhaupt, seitdem er bei uns ist. Das ist ganz interessant. Adlung übernimmt jetzt für Ödegaard. Ödegaard ist einfach nur ein Mann für eine Halbzeit. Mit seinen 49 Ausdauer bringt er uns da relativ wenig. So, mal gucken. Schlechte Ballannahme. Gut für uns. Schlechter Pass von Newcop. Schon der zweite übrigens. Hintereinander, kurz hintereinander. Papp steht einfach im Weg. Ja, hier war gerade relativ gar nichts drin für mich, den Ball ordentlich zu spielen. Vulay, drin das Ding, das 2:0. Das war irgendwie Kuddelmuddel, wie das passieren konnte, das Tor. War gerade sehr komisch. Ödegaard dann irgendwie schlecht gedreht, schlecht verteidigt, keine Ahnung. Vulay ist egal. Vulay kann auch Tore schießen, Saisontor 8. Wunderschön.
gemacht. Nee, kein Witz, das war wirklich ein schönes Tor. 1860, Wulai, Saisontor 8, guter Schuss. Besser hätte er es nicht machen können. Wulai als bester Spieler auf dem Platz. Sané spielt ganz ordentlich mit heute. Bin am Überlegen. Wulai geht auf rechts. Sané sieht sehr müde aus. Sané geht raus. Gabriel kommt rein. So, der Plan. Sané heute ganz ordentlich gespielt. Gabriel kommt in den Sturm. Für Sané rein. Wulai bleibt in der Partie drin. Geht jetzt auf die Außenbahn. Weil er auch im Mittelfeld spielen kann. Rechtes und linkes hat noch nie im Mittelfeld für uns gespielt. Aber seine Werte sagen, ja, theoretisch kann ich das, Meister. Skielbrett. Da ist Wulai. Hafez. Wir spielen als nächstes gegen Bremen. Newkop auf Wolf. Schön rausgelegt. Newkop braucht 1000 Jahre. Kann aber den Gegenspieler noch umbrettern. Dragowski. Newkop ist technisch nicht so geil. Schindler, Wulai, Hafez, Wulai. Adlung, wunderschön gemacht. Gabriel auf Adlung, das war richtig schön gespielt. Hier eine Torvorlage. Newkop, Gabriel genau in die Schnittstelle. Adlung sagt Dankeschön. Und spielt das richtig fein zu Ende. Das war top. Könnten Sie sich schon ein bisschen mehr freuen. Insgesamt eine richtig gute Leistung von uns heute. Die geht wohl in Ordnung, die gelbe. Naja, Kagelmacher, Ballannahme. Gabriel bekommt hier Abseits. Egal gewesen, Hafez hat diesen Zweikampf bereits gewonnen gehabt. Zweimal Minus ergibt kein Plus, das war doppelt schlecht. Papp. Mit einem schönen Kopfball. Kagelmacher. Ball runter auf Hafez und der auf Wulai. Der auf Wolf. Aber der ist dribbeltechnisch einfach zu schwach. Ja, ist er einfach. Also das muss er gut können. Mit mehr Ballkontrolle, da hat er sich selbst den Ball weggelegt. Dafür ist er einfach zu schlecht, dann als Spieler. Auch wenn der Versuch natürlich ein guter war. Der kann natürlich noch, der hat ja nur eine Torvorlage gemacht bis hierhin. Gabriel. Wulai. Da war nochmal schneller Fußball. Und Wulai trifft den halt überhaupt nicht. Könnte man fast als Luftloch bezeichnen, das Ding.
Aber wenn wir mal den Ball bekommen würden in diesen Situationen, dann könnte man schon mal hart kontern. Kriegen wir nur meistens nicht. Er ist der schnellste hier auf dem Platz. Schön gemacht mit dem Kopfball. Wolf, 1000 Jahre Ballannahme. Verkackt hier gerade ziemlich alles. Atmung schickt Gabriel auf die Reise. Dem gelingt das leider nur semi-gut. Boah, Wolf, du bist so schlecht. Ich renne allen und jeden rein. Klares Foul für mich. Nö. Ah, und auf Fuß zwischen meine ich, ist also eine Ecke. Nee, ist es nicht. Drin. Schwach von mir gemacht, mal wieder. Das 9. Gegentor. Ist nicht so schlimm. Ärgert mich jetzt nicht so sehr. Einfach nur wieder sehr, sehr schwach von mir gespielt. Da hätte ich den Ball einfach richtig rausspielen sollen. Ich denke ja immer, dass der Spieler dann mitläuft. Wolf, kannst da nicht mal im Schritttempo gut spielen. Das ist echt der Shit. Wenig Technik, der einfach am Fuß hat. Zu wenig. Im Endeffekt egal. Wir gewinnen mit 3:1. Hätten sogar zu 0 gewinnen müssen eigentlich. Haben wir leider nicht geschafft. Aber im Endeffekt tut das schon nichts mehr zur Sache. Denn gewonnen ist gewonnen. Giatana. Naja, die verlorenen Chancen hinterher trauern tun sie wohl eher nicht. Sie haben ja kaum Chancen gehabt. Die einzige, eine der Chancen, die hatten, war halt unser Tor, das wir denen geschenkt haben. Und da hört es auch dann eigentlich schon auf. Aber insgesamt muss man sagen, wir waren einfach viel besser. Und das nicht mal mit der A-Mannschaft. Schön gemacht von Ødegaard. Nochmal Ødegaard. Also hier, es waren schon Chancen da. Das beste Spiel übrigens in unserem Trikot. Abgeliefert. Glaub ich. Kann natürlich sein, dass er noch ein paar andere gute Spiele hatte. Das war eine gefährliche Situation, das war neben dem Geschenk, was sie hier denen gemacht haben, die einzigen Torchancen waren. Dann Julai. Warum der Grund so hässlich nach hinten gegangen ist, kann ich euch auch direkt sagen. Ich habe L1 gedrückt, weil ich dachte, ich muss den Spieler nochmal neu anwählen. Also L1 gedrückt und deswegen, das ist ja No-Touch-Dribbling, weil das Spiel schon dachte, ich habe den Ball schon. Dann war dieser Käse raus, der Ball war einfach schön und Adlung nimmt ihn perfekt mit seinem 4. Saisontor. Nicht umsonst will ich Adlung ja noch länger an mich binden, ab und zu mal. Das war natürlich dann das, die gefährlichste Aktion kam durch uns. Natürlich keine Chance, war ärgerlich. War aber von uns verschuldet, Rogowski hat keine Schuld daran. Die Wertungen gehen allesamt okay. Wolf war 90 Minuten über schlecht, hat man gemerkt. Keine Ballannahmen, keine Pässe, kein gar nichts. So wie Sané im Spiel zuvor. Der hat aber eine 6,4 noch hier raustragen können. Sieht eigentlich aus. Newkopf und De Jong top eigentlich gewesen. Haben wir wieder Standard 6er Kost geboten. Schalke gewinnt gegen Köln und Stuttgart verliert gegen Bremen. Damit könnte Stuttgart eigentlich schon fast abgestiegen sein. Wenn man ehrlich ist, so, das sind die Leute, die wir aufwerten wollen. Natürlich weiter Aurelio, der jetzt auf 58 hochspringt.
Tarkowski weiterhin nur mit Fs. Ah, der bleibt der Mann der Saison. Geil. F, 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 F. So, wenn er, wenn ich schaffe, dass er mit 16 hochkommt und dann halt seine 80 Punkte mitbringt, dann ist eigentlich schon geil. Venezuela will uns eine Anfrage stellen. Wir sagen direkt von vornherein nein. Ich habe eigentlich gerade keinen Wunschspieler. In der Verteidigung vielleicht. Noch einen Jungen. Aber sonst habe ich wirklich relativ wenig. Diego Reyes. Oh, der hat aber gute Werte. Kommt mal auf die Beobachtungsliste. Matheus Pereira, das ist natürlich auch geil mit 5 und fucking 70 Punkten, Alter Falter. Sergio Oliveira, den hatte ich natürlich auch immer schon mal auf dem Zettelchen. Der ist natürlich teuer. Und sowas lohnt sich dann halt nicht. Da haben wir dann halt selbiges auch. Konnte der nochmal auch nicht sonderlich viel. Das sind ja alles Leute, die hatten wir schon alle auf der Wunschliste. Gibt's nicht sonderlich viel zu Neues zu begutachten, zu Bestand, zu bestanden oder wie auch immer. Das war eigentlich alles vollkommen human. Na, wir bleiben halt deutlich vorne. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und 1860 München für den Sonntag. Und wir sehen uns morgen wieder dann gegen Werder Bremen, die sogar in der Europa League hier schon sich qualifizieren können. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao!